Willkommen, Wilhelm Adrantes. Heute Freitag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und das ganze Team und ich vermissen euch immer noch. Heute haben wir uns gedacht, die letzten zwei, drei Trainingstage waren ja anstrengend. Heute werden wir mal ein bisschen dehnen. Ich mache mal eine Übung vor, ganz Körperdehnen, ganz entspannt heute. Das kann man schön draußen auf der Terrasse machen. Und bei dem Wetter ganz ruhig und locker mal die Muskulatur ein bisschen Erholung geben. Ich hoffe, das Laufen ist mittlerweile besser geworden und ihr habt das geschafft, gerade Level 1 vielleicht auch mal 10, 15 Minuten durchzulaufen, Level 2 und 3 Tempo zu steigern, Level 2 vielleicht schon mit einer Pause durchzukommen, das wäre schon prima. Alle anderen Übungen mit dem Rucksack kommen wir heute auch wieder zu. Ist natürlich innovativ. Es ist kein Fitnessstudio, das wissen wir auch. Aber wir wollen euch natürlich unterhalten und auch ein bisschen Spaß nach Hause bringen und Fitness natürlich auch. So, heute dehnen. Wir haben uns gedacht, ich habe mir gedacht, die Übungen, die ich zeige, haltet ihr immer zwischen 20 und 60 Sekunden. Also tief in der Übung drin bleiben, einatmen, ausatmen und bei der Ausatmung immer mehr in die Dehnung reingehen. Ich stelle mein Wasser mal weg. Wir brauchen heute zum Dehnen einen Besenstiel, wer das zu Hause hat, oder ein Handtuch oder ein Seil. Das wären heute gute Utensilien, um auch mal das Dehnen mit Hilfsmitteln zu machen. So. Ihr kennt das, ihr habt euch vor jedem Dehnen ein bisschen warm gemacht. Und da sage ich mal, zwischen 7 und 15 Minuten locker auf der Stelle gelaufen, ganz locker Arme bewegt, Beine angehoben. Ihr kennt diese Varianten, die wir machen. Genau, nehmt die Schultern mit, geht erst mit den Armen auf 90 Grad und nach 10 bis 15 Wiederholungen könnt ihr auch über Kopf gehen. Jawohl. Das nach vorne, genau das gleiche. Erst mal 90 Grad und dann langsam nach oben gehen. Beine ähnlich, langsam mitnehmen. Jawohl. Und dann kann man auch etwas kräftiger anfersen. Wir wollen die Muskulatur vorbereiten zum Dehnen. Wir wollen aber auch so ein bisschen vom Alltagsstress und von der Corona-Krise runterkommen und uns erstmal ein bisschen bewegen. Was wichtig finde ich immer ist, ist ein bisschen Koordination. Auch hier rechts vor, links zurück, links vor, rechts zurück. Das habt ihr schon alle in den Videos gesehen. Das solltet ihr immer wieder machen. Gleichgewicht, großes Thema. Stellt euch auf dem linken Fuß und ja, ich auch. Und wippt erstmal, jawohl, schwingt vor und zurück, genau. Hierbei wichtig, großer Zeh fest in den Boden drücken, genau, Seite wechseln, jawohl. Ich mache das nur kurz vor, ihr macht das zu Hause zwischen 7 und 15 Minuten. Gerade bleiben, Andi, jawohl, sehr gut, 3, 2, 1, auch Seiten wechseln, jawohl, jawohl, jawohl. Nochmal locker auf der Stelle laufen, einfach mal die Schultern anziehen, richtig und einfach fallen lassen. Ja, wir öffnen uns erstmal, genau, Brustkorb öffnen, jawohl, 3, 2, 1. So, ganz das Erste, was wir machen, wir strecken uns mal so ein bisschen. Oh, ich stecke mein T-Shirt mal in die Hose hier rein, so. Strecken uns mal nach oben locker. Streckt euch erstmal nach oben und dann lasst euch runterfallen. Jawohl. Hoch und entspannt dabei runterfallen lassen. Öffnet den Brustkorb. Ich mache das von der Seite vor. Öffnen und fallen lassen. Jawohl. Öffnen und einatmen und ausatmen. Wir nehmen jetzt mal das erste. Das ist das Beste, glaube ich, ein Handtuch. Das hat jeder zu Hause. Nehmt euch ein großes Handtuch. Nehmt das etwas, faltet das eng zusammen. Greift das mehr als schulterbreit. Mehr als schulterbreit.
Ich mache das von der Seite vor. Jetzt geht ihr nach oben und zurück. Jawohl. Und ihr versucht erst einmal hier zu halten. Streckt euch. Die Knie sind nicht gestreckt. Knie sind gebeugt. Ihr geht nach hinten und vor. Genau. Und jetzt versuchen wir beim dritten, vierten, fünften Mal durchzukommen. Ja, jetzt wird schwierig. Und hoch. Deswegen nehmt euch ein Handtuch, das schön weit ist. Ich mache das von vorne vor. Jawohl. Versucht das mal hinzubekommen. So. Und jetzt können wir das einmal hier halten. Bleibt stehen. Öffnet den Brustkorb. Brustbein geht nach oben. Und das halten wir jetzt in dieser Position zwischen 20 Sekunden und auch eine Minute. Jawohl. Und kommt nach oben. Diese Übung könnt ihr machen oder sollt ihr machen immer dreimal. Jetzt nehmen wir das Handtuch wieder hoch und jetzt zieht die rechte Seite uns runter. Wir ziehen uns hier richtig runter. Jawohl. Und auch hier können wir mit dem rechten Arm nachziehen. Jawohl. Linken festhalten. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und ihr haltet das jetzt auch zwischen 20 und 60 Sekunden. Kommt runter, tief einatmen. Ich merke das jetzt auch. Langsam runterkommen, Seite wechseln, auch runterziehen mit dem Handtuch. Dann merkt ihr, ich fasse hier mal an, lateral, genau. Eine schön kräftige Dehnung und ihr kommt nach oben, locker. Jede Übung, ich wiederhole mich da, zwischen 20 und 30 Sekunden. Ihr fasst einmal das Handtuch so an, dass die Finger nach oben zeigen. Und jetzt geht ihr hier nach oben und streckt mal die Hände hoch. Genau, bleibt dabei gerade. Und auch wieder halten, gerade bleiben, halten zwischen 20 60 Sekunden. Halten. Sehr gut. Ich mache das, ich drehe mich jetzt nach hinten. Ihr nehmt die rechte Hand hinter den Kopf. Und jetzt können wir hier, ihr seht das, ich ziehe mit der rechten Hand jetzt meinen linken Arm nach oben. Halte das. Von vorne sieht das so aus. Genau. Halten und ziehen. Sehr gut. Halten und ziehen. Ihr sollt keine Schmerzen im Gelenk haben, aber jetzt, ihr seht, ich bewege langsam die Hand, dass ich etwas höher komme. Halten und langsam lösen. Seitenwechsel. Ich habe das gesagt, immer zwischen 20 und 60 Sekunden. Und hoch, erst einmal langsam. Und ihr seht, meine rechte Hand, also die Hand, die ich im Alltag benutze, hier bin ich ganz klar verkürzt. Das merke ich auch. Ich einfach hier mehr Muskulatur habe. Ich alles mit rechts mache. Jawohl, halten und lösen. Auch dreimal 20 Sekunden. So, jetzt kommt eine tolle Übung, wie alle Übungen toll sind. Ihr nehmt das Handtuch, legt das Handtuch so nach innen, Fuß drauf, rechte Hand zuerst, zieht eng und jetzt halten wir hier stramm fest, das fest und gehen mit dem Körper die linke Hand runter und wir ziehen quasi die Schulter jetzt nach unten. Wer möchte, vorsichtig mit dem Kopf, kann vorsichtig noch den Kopf leicht zur Schulter drücken, das aber wirklich ganz vorsichtig. Und ihr merkt, in dieser Muskelkette jetzt hier Schultern, Delta-Muskulatur, genau, lösen. Auch wenn ihr löst, langsam, immer die Übung langsam durchführen. Genau, immer dreimal 20 Sekunden bis eine Minute. Wechsel die Seite, geht rüber und lasst mal die Schultern runterziehen. Haltet hier fest. Jawohl, halten
Sehr gut. Entspannt bleiben. Einatmen, ausatmen und lösen. Diese Übung, die ich jetzt vorgemacht habe, könnt ihr natürlich mit einem Seil machen. Hier ist das alles möglich. Also ich mache das vor. Das Seil ist manchmal in manchen Übungen vielleicht sogar noch besser, wenn es länger ist. Das könnt ihr alles mit dem Seil machen. Fuß drauf. Auch hier ist das möglich, das zu dehnen. Das sind ganz tolle Übungen. Und auch das habe ich hier gerade vorgemacht, was eigentlich schwierig ist. Mit dem Seil, genau, das gerade Schulterblatt ordentlich gedehnt ist. So, das Oberextremitäten, einmal lockern, jetzt Beine. Bleibt gerade stehen, atmet aus, Kinn auf die Brust und lasst erstmal die Arme langsam runtergehen, Oberschenkel, Schienbeine und jetzt kommen wir so langsam beim dritten, vierten Mal auf den Boden. Sehr gut. Öffnet euch. Macht das von der Seite vor. Luft holen. Einatmen. Ausatmen. Und ihr geht runter. Und bleibt einfach mal in dieser Position. Genau. Und ihr merkt, und ich merke jetzt auch, je länger ich das halte, umso tiefer komme ich runter. Genau. Halten. 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 Und ihr kommt nach oben. Sehr gut. Das Ganze auch 20 Sekunden halten bis zu einer Minute. So, jetzt gehen wir auf die Matte, auf den Boden, auf den Teppich, Terrasse. Wir strecken den Rücken raus. Und vor. Und auch halten wir hier in dieser Position. Gleiche Zeit wie vorhin angesagt. Streckt euch nach vorne. Genau. Jetzt auch hier bewegen wir uns langsam. Wir gehen langsam vor und lassen jetzt einmal genau Hüfte zum Boden fallen. Atmet ein und atmet aus und nur halten. Jawohl. Entspannt dabei. Kommt runter und löst. Kennt ihr auch, wenn wir in der Position sind, gehen wir gleich, ich als Yoga-Lehrer in Ausbildung, gehen wir gleich auch mal in den herabschauenden Hund. Ihr könnt wechselseitig die Fersen zum Boden bringen oder auch halten. Genau, auch wieder 3x 20 bis 60 Sekunden. Ich nehme mal jetzt das Seil. Die nächste Übung mache ich von der Seite vor. Oder auch von vorne kann ich auch machen. Also geht mal auseinander. Hände nach hinten, zieht euch nach vorne. Atmet durch und kommt vor. Die ersten zwei, drei Mal langsam durchatmen. Alles ohne Ruck. So. Und jetzt, das haben wir schon mal gemacht, versucht ihr mal, wie weit ihr runterkommt. Halten. 20, 60 Sekunden. Ihr merkt, Innenseite, Oberschenkel. Warum ich das Seil dabei? Auch hier können wir mal probieren. Genau, mit dem Seil oder mit dem Handtuch uns nach unten zu ziehen. Umso höher wir das machen, an den Fußspitzen und uns runterziehen, merkt ihr das extrem gleich, jawohl, in der Wade. Atmet ein und aus. Einatmen, ausatmen. Auch das, gleiche Wiederholungszahl wie vorhin angesagt. So. Nehmen wir unseren Besenstiel mit dazu, können wir auch nutzen. Auch Handtuch, egal, oder auch das Seil. Ich muss erstmal hier mein T-Shirt so machen, dass das hier mal hochrutscht hier. So, passt auf. Und jetzt gehen wir mal nach hinten und bleiben in dieser Position. Genau. Und ihr merkt, ganze Muskelkette vom Fußgelenk über das Schienbein, Oberschenkel, Bauch, Hüfte und jetzt sogar die Schultermuskulatur halten. Auch in dieser Position verharren wir jetzt mal. Auch einatmen, ausatmen.
Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Wir bleiben, ich mache das von vorne vor, in den Vierfüßlerstand, gehen mit dem rechten Fuß nach hinten, linker Fuß geht nach vorne. Genau. Die linke Hand ist Innenseite Oberschenkel. Ihr geht tief runter. Atmet ein, atmet aus. Sehr schön. Und auch wieder dreimal, selbe Zeit. Wiederhole ich jetzt nicht zum 100. Mal. Und wechsel die Seite. Genau. Richtig. Beim Dehnen kommt es darauf an, dass ihr so ein Körpergefühl bekommt. Das Gelenk darf nicht schmerzen, gar nicht, niemals, aber Muskulatur kann schon ziehen. So, jetzt was ganz Einfaches. Legt dich einfach auf den Rücken und ihr kennt, das haben wir auch schon mal gemacht, das ist der Schneeengel. Sehr gut. Eine Übung zeige ich noch. Ihr geht nach oben, rechter Fuß auf die linke Seite. Ihr könnt, wer das kann, auch Fuß greifen. Sehr gut. Und jetzt diagonal zum Fuß. Schauen wir zur anderen Seite. Halten an, Fußspitzen anziehen. Dasselbe Zeit halten. Natürlich langsam raus aus der Übung. Seitenwechsel. Auch hier halten, ziehen. Entspannt bleiben. Sehr gut. Und nach oben kommen. Das war nur so ein kleines Potpourri von den Übungen. Da gibt es noch ganz viele, die ihr machen könnt. Das könnt ihr zu zweit machen, auch mit Partnerunterstützung. Das ist auch möglich. Mit den Kindern ist das mal so ein Ruhetag eine gute Sache, sich zu mobilisieren. Mobilisieren wird eh zu wenig gemacht. Ich merke das bei mir auch immer wieder. Also macht das zu Hause, auch nach jedem Training. 5 bis 15 Minuten immer mobilisieren, das tut wirklich gut und ist auch für die Muskulatur unglaublich entspannt. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, wir vermissen euch, Andi und das Team Atlantis, bis morgen.